Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige der Erde, meine lieben Jungfrau, Geborenen und meine lieben Hahngeborenen in der chinesischen Astrologie. Dies ist eine kleine Kartenlegung für euch. Anlässlich des kommenden neuen Jahres. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal, welche Botschaften der kleine Engel für euch bereithält. Botschaften für die Seele, meine Lieben. Ui, der ist aber schnell geflogen, hier der Engel. Oh, behüte deine Träume. Schaut mal, meine lieben Jungfrau und Hahngeborenen. Behüte deine Träume. Ja, also das ist ja eine wunderschöne Karte hier. Der Engel ist im Reich der Träume unterwegs. Schaut mal hier, der zunehmende Mond, nee, der abnehmende Mond, Entschuldigung, der abnehmende Mond. Und hier Engelchen, die das andere Engelchen hier im Schlaf beschützen und ganz viele Blüten und Schäfchen, wunderbar. Ja, behüte deine Träume, das heißt mit anderen Worten auch, wenn du Pläne hast, ja, kreative Pläne, dann behalte diese für dich, solange es geht, ja. Das ist immer sehr hilfreich, meine Lieben, ja. Also gerade im kreativen Bereich muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Es gibt immer Menschen, die gerne sich Ideen bei anderen holen. Ich meine, es ist ein Stück weit natürlich ja auch legitim und normal, aber wenn man das Gefühl hat, dass kaum hat man eine Idee schon, sieht man sie woanders auch, dann ist es natürlich auch nicht so schön für einen. Also behaltet euch eure Träume, bewahrt sie euch und setzt sie um, aber erzählt nicht zu vielen Menschen davon. Ja, dann noch einen Wunsch für dich, für euch, meine lieben Jungfrau und Hahngeborenen, den hier. Aus dem Kartenset Weihnachtswünsche für dich. Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden. Christian Morgenstern hat das gesagt. Ja, also je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden. Ganz klar. Also je mehr ich in der Liebe bin, umso mehr bekomme ich ja auch Liebe zurück, ne? Was du denkst, strahlst du aus. Was du ausstrahlst, ziehst du an. Ja? Ganz klar. Jetzt ziehe ich noch aus meinem Einmachglas eine Herzenshexenweisheit für euch. Schaut mal, meine lieben Jungfrauen und Hahnmenschen. Hexenweisheit. Das Hufeisen ist ein altes Glückssymbol, das für den aufgehenden Mond, die Fruchtbarkeit und die Vermehrung des Guten steht. Damit das Glück nicht herausfällt, wird es mit der Öffnung nach oben aufgehängt. Ganz genau. Also ein Hufeisen bitte immer so aufhängen und nicht so. Dann fällt das Glück raus. Ja, ganz wichtig, meine Lieben. Das sollte anscheinend zu euch kommen, diese Botschaft. Jetzt hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo schenkt. Vielen Dank. Und ich freue mich über Kommentare. Und ich wünsche euch morgen ein wunderschönes Silvesterfest und für das neue Jahr alles Liebe und Gute. Und freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr wiedersehen, meine Lieben. Macht es gut. Servus.